Der Toyota Prius ist der Hybrid-Pionier schlechthin. Es gibt ihn schon seit 1997. Heute hat er allerdings nicht mehr unbedingt die Führungsrolle wie früher. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf die vierte Generation. Der neue Prius ist etwas größer als seine Vorgänger. So taugt er auch als Familienauto. Unter der Haube hat der Hybride einen Vierzylindermotor mit 98 PS und einen Elektromotor mit 72 PS. Das ergibt eine Systemleistung von 122 PS. Auf kurzen Strecken kann man rein elektrisch fahren. Rangiert man oder fährt bis 30 Stundenkilometer an, wird der Prius eigentlich immer mit Strom gefahren. Am Prius ist neu, dass man auch bei höheren Geschwindigkeiten mit ihm segeln kann, also dass er ohne Einsatz des Verbrennungsmotors die Geschwindigkeit hält. Auf Knopfdruck kann man rein elektrisches Fahren befehlen, vorausgesetzt, dass die Akkus voll sind. Dann sind rund 2 Kilometer elektrisches Fahren möglich. Im Fahrmodus Sport fährt der Prius recht flott. Durch Kurven kommt er auch mit höherer Geschwindigkeit. An Lenkung und Federung ist nichts auszusetzen. Bei Vollgas jault der Prius nicht mehr so schlimm wie früher. Toyota gibt einen Verbrauch von 3 Litern auf 100 Kilometer an. Den konnten wir aber beim besten Willen nicht feststellen. Im Durchschnitt hat der Prius bei unseren Fahrten 5 Liter Superbenzin verbraucht. Absolut gesehen ist das aber sehr gut. Weil es für den Prius keine Kaufprämie gibt, hat Toyota den Preis einfach um 3.000 Euro gesenkt. Der Hybride kostet rund 25.000 Euro in der Basisversion. Will man den Prius voll ausgestattet, als Prius Executive, muss man rund 29.000 Euro berappen. Dann ist aber auch alles drin, was heute so üblich ist. Rückfahrkamera, Head-Up-Display, Klimaautomatik und zahlreiche Assistenzsysteme. Sein Anderssein zeigt der Prius im Innenraum mit der Gestaltung seiner Armaturen. Die Fahrzeuginfos sind in der Mitte und ausschließlich digital. Dort, wo sonst die Instrumente sind, sieht man nur schnödes Plastik. Mit Klavierlack und weißen Applikationen versucht Toyota schick zu sein. Das wirkt etwas bemüht. Die Sicht nach hinten ist schlecht und die Verkehrszeichenerkennung macht oft Fehler. Der Prius hat Schwächen. Trotzdem war Toyota noch nie so nah an herkömmlichen Autos dran wie mit dem neuen Prius. Auch wenn das Design wohl nicht der Masse gefallen wird. Aber der Prius muss anders sein. Das ist sein Wesen.